Ulreich, es ist alles schon vorbereitet. Ich sehe nicht über 30, sondern knapp unter 20 Grad, würde ich sagen. Scolari, der Brasilianer mit dem riesigen Ehrgeiz. Klose, der Top-Torschütze, 5 Treffer für Deutschland, holt er die Kanone. Er wird es schaffen. Das ist Maniche. Gefährlicher Mittelfeldstratege, guter Torschütze. So, das ist erster Pfiff. Der muss sitzen. Gut eins. Ah, Nuno Valente. Philipp Lahm. Und der Schuss. Hey. Sebastian Kehl. Der zweite Ball. Hier. Schweinsteiger die Möglichkeit, auf Klose zu spielen. Gut gemacht, Miroslav Klose. Er muss die Chancen nutzen. Er braucht noch ein Tor. Ein sechstes. Ronaldo. Missglückter von der Mannschaft, der im Hintergrund geholfen hat und für gute Stimmung gesorgt hat. Gegen Lahm. Gut gespielt. Oh, da ist Paletta. Und da ist Kahn. Super Kahn. Oh, war das wichtig für ihn. Wenn er schon die Chance kriegt, dann muss er auch diesen ersten schweren Ball halten. Mittelfeld. Kehl. Er ist Linksfuß. Er ist Linksfuß. Nicht, dass Sie sich wundern, meine Damen und Herren. Das war schon geplant. Er wollte nicht rechts. Da hat er das Risiko genommen, hat den Haken noch mal versucht. Und Ricardo. Kein Zwerg und doch in Not. Tja, das waren Meter. 2 Meter vielleicht, die er sich... Dann ist er vielleicht drin. Donnerwetter. Da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke. Das hat Deku gespürt. Oh, Kahn blieb auf der Linie. Und am Fünfer Simão. Ronaldo diesmal links gegen Lahm. Rechts kam er gegen Jansen, nicht wirklich zum Zug. Und wieder so ein Schmankerl. Na gut und schön, aber was bringt's? Die Deutschen sind im Angriff dadurch. Foul. Da bleibt's nicht. Den Schiedsrichter sich 1:0 damals gegen Uruk. Der ist mir zu lang gelaufen. Der ist mir zu lang gelaufen, der Maniche. Wäre schwer geworden für Oli Kahn. Ganz schwer. Überzeugen Sie sich. Stark gespielt von Ronaldo. Paletta. Paletta. Das sieht man, welche Möglichkeiten diese Portugiesen haben, wenn sie nur mutig und schnell und direkt in die Spitze spielen. Eigentlich der entscheidende Mann im Mittelfeld bei den Portugiesen. Ja, sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist die Talentfrage dann letztlich.
wenn es drauf ankommt, die richtige Entscheidung zu treffen, Cristiano Ronaldo. Wann kann ich gehen? Wann muss ich? Paulo Ferreira kommt auch durch. Kommt auch durch! Tor! Tor! Fantastisches Tor! Das ist Bastian Schweinsteiger, wie ihn alle lieben. Sein Potenzial abgerufen in diesen 10 Sekunden. Das muss man noch mal sehen. Und dann gebe ich Ihnen noch eins mit, meine Damen und Herren, wenn Sie sich das noch einmal zu Gemüte führen. Schauen Sie mal auf den Torhüter. Dolski. Er hat Kraft. Muss gehen. Der Kleine macht den Schweinsteiger zu einem Großen. Kein Vorwurf an den Mann von Benfica Lissabon. Der war so hart geschossen von Schweinsteiger. Ronaldo. Gut, Deco. Deco! Und Oliver Kahn ist ja auch noch da. Klasse. Zweimal hat er parieren müssen. Zweimal hat er sein Spiel verloren hatten. Das ist der klarste Rückschlag. Ah, versuch's noch mal! Versuch's doch noch mal! Das ist ja ein Traum! Er kann es nicht begreifen. Jeder Schuss ein Tor. Ein Wahnsinn! Nimmt er die gelbe Karte lässig in Kauf. Ein goldener Fuß dieser Rechte. Diesmal kann der Blaue nur noch nachschauen. Da kriegt er nicht einmal die Finger dran. Ricardo. Oh, oh, oh. Glück gehabt. Ein Tor wollen sie schon machen. Gegen Oli Kahn, der heute zum 48. Mal Kapitän. Oh, 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 da leidet man ja geradezu mit. Ah, die Bälle haben es in sich. Das spürt der Oliver Kahn jetzt auch. Aber Kahn kriegt die Fäuste noch hin. Figo, das war Figos Tor, obwohl es Nuno Gomez erzielt hat. Tja, jetzt wird er sich wahrscheinlich sagen, der Scolari, hätte ich doch meinen Chef gleich von Beginn an gebracht. Was der Figo anpackt, wird zu Gold. 7. Tor für die Portugiesen. 5 hat dieser Mann vorbereitet. Sein letztes Spiel verliert er. Die Deutschen gewinnen 3:1. Und man kann nur sagen, Gratulation, Chapeau. Das war ein fantastischer Abschluss. Und er war dabei, Oliver Kahn. Der Mann des Abends hier in Stuttgart war Bastian Schweinsteiger.